Wir werden nun gemeinsam anschauen, wie ihr euer Computer manuell updaten könnt. Zuerst einmal, was ist ein Update? Updates beschreiben Änderungen oder das Hinzufügen von wichtigen Bestandteilen an eurem Windows-Betriebssystem. Sie kommen direkt von Microsoft und werden aus Sicherheitsgründen oder Kompatibilitätsproblemen empfohlen. Windows fragt euch meistens, ob ihr ein Update herunterladen und installieren möchtet, falls diese vorhanden sind. Dies geschieht automatisch und ihr habt ein Fenster, in welchem ihr bestätigen könnt oder nicht. Da so ein Update-Prozess auch länger dauern kann, gibt es Momente, an denen ich zum Beispiel das Update verschieben möchte. Um das Update anschließend manuell nachzuholen, könnt ihr in der Suchleiste Updates eingeben und das erste Resultat auswählen. Hier könnt ihr anschließend die Updates herunterladen und installieren mit der entsprechenden Schaltfläche. Dies kann variieren, je nachdem, wie viele Updates ihr zur Verfügung habt oder ob ihr überhaupt ein Update zur Verfügung habt. Es wird empfohlen, jedes Update zu machen und nicht lange zu warten, um dies nachzuholen. Falls euer Computer mal länger in einem Update stecken bleibt, als euch lieb ist, versucht auf keinen Fall, euer Gerät mit Gewalt herunterzufahren. Heißt, den Power-Button zu drücken. Dies kann zu schwerwiegenden Problemen führen und sogar eure persönlichen Dateien gefährden. Gebt dem Computer ein bisschen Zeit und falls er nach 2 Stunden keine Änderungen mehr zeigt, das heißt zum Beispiel, dass die Prozentzahlen vom Update sich nicht ändern, dann könnt ihr den Computer mit Gewalt herunterfahren.